Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Ich erzähle euch heute, wie die Landesregierung von Baden-Württemberg und der Landtag sadistisch gegen Kinder vorgehen, weil sie alle beide, Landesregierung und Landtag, eine autoritäre Pädagogik totalitär in Baden-Württemberg durchsetzen. Und zwar lasse ich das Ganze festmachen an einer Petition, die ich beim Landtag eingereicht habe. Über die wurde im November 2022 entschieden. Das ist die Petition 17/973. Und in der Petition habe ich gesagt, dass das Jugendamt meine Meinungsfreiheit und die meiner Kinder unzulässig beschränkt, weil das Jugendamt behauptet hat, ich würde meine Kinder schädigen, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Und zu dieser Petition habe ich noch ein Sachverständigengutachten beigelegt. Und dieses Sachverständigengutachten hat erklärt, warum das Wechselmodell für Kinder gut ist und hat sich dabei auf die Theorie der Triangulierung bezogen, die unter anderem von Melanie Klein, einer Kinderpsychoanalytikerin, entwickelt wurde. Und hat dann noch ganz klar dieses Sachverständigengutachten geäußert, dass ich meine Kinder nicht schädige, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede, sondern dass die Beschlüsse der Familiengerichte meine Kinder schädigen. Also aus fachlicher Sicht eine ganz klare Sache. Was hat dann der Landtag Baden-Württemberg mit dieser Petition gemacht? Er hat das zuständige Jugendamt vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis um Stellungnahme gebeten. Dann hat sich auch das Regierungspräsidium Tübingen die Petition angeschaut und dann noch das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg, das von dem Grünen Manne Luca, soll ich sagen, angeführt wird. Und die drei, ja, Jugendamt, dann Regierungspräsidium, was die Aufsicht übers Jugendamt hat, dann Sozialministerium, was die Aufsicht übers Regierungspräsidium hat, die sind zu dem Schluss gekommen, dass, Moment, jetzt kommt ein Auto, dass hier keine unzulässige Einschränkung der Meinungsfreiheit vorläge, weil erstens die Kinder, die bei der Mutter leben, sowieso nie gesagt hätten, sie wollen das Wechselmodell. Und zweitens, weil die Eltern, mich eingeschlossen, nicht konsensfähig seien. Und für jemand, der sich da nicht auskennt mit dem Familiengericht, und der sich nicht auskennt mit dem Grundgesetz, klingt das alles ja erstmal plausibel. Ja? Also wenn die Kinder nicht wollen und die Eltern sich streiten und nicht einigen können, ja, dann geht es doch nicht, dass die Kinder 50-50 zu gleichen Teilen von beiden Eltern betreut werden. Wenn man sich es genauer anschaut, ist es purer Totalitarismus. Als Beispiel und Analogie, nehmt mal an, ich hätte 1944 beim Landtag in Baden-Württemberg eine Petition gemacht und hätte gesagt, es ist gegen die Menschenrechte, dass Juden und ihre Kinder deportiert werden. Und dann, wenn die Antwort gekommen wäre, nein, ist es nicht, weil Juden sind eine minderwertige Rasse, dann entspricht es dem, was in meinem Fall in der Petition geantwortet wurde. Bloß bei der Petition, bei der fiktiven im Jahr 1944, ist euch allen klar, dass wenn ich sage, das ist gegen die Menschenrechte, dass Juden und ihre Kinder deportiert werden, und der Landtag sagt, nein, ist es nicht, weil das sind eine minderwertige Rasse, dann ist euch allen klar, das ist keine Begründung, warum es nicht gegen die Menschenrechte ist, sondern es ist nur eine
Darstellung, wie die rechtfertigen, die Menschenrechte auszuhebeln. Nämlich durch ihre eigene Ideologie, dass Juden eine minderwertige Rasse seien. Heute wissen wir, das ist eine Ideologie. Es gibt dafür überhaupt keine wissenschaftlichen Grundlagen. Und es widerspricht auch den universalen Werten der Menschenrechte. Heute würden wir alle sagen, ist doch klar, dass Juden die gleichen Menschenrechte haben wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Ne? Nur weil sie eine bestimmte Religion haben, sind sie ja keine minderwertige Rasse. Und erinnert euch auch, dass die Nazis ja durch ihre Nazi-Wissenschaft versucht haben, nachzuweisen, dass die Juden eine minderwertige Rasse seien. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Also, und im November 2022 sagt der Petitionsausschuss des Landtags in Baden-Württemberg, ja, das klingt plausibel, was da das Jugendamt, das Regierungspräsidium Tübingen und das Sozialministerium sagen. Wenn die Kinder das Wechselmodell nicht wollen und die Eltern nicht konsensfähig sind, dann geht es nicht. Und bei dieser angeblich plausiblen Argumentation laut dem Petitionsausschuss handelt es sich um nichts anderes wie eine Ideologie. Genauso wie es eine Ideologie ist, zu glauben, Juden seien eine minderwertige Rasse, so ist es eine Ideologie, zu glauben, Eltern müssten nach der Trennung einen Konsens finden können. Das ist eine Ideologie, die sich autoritäre Pädagogik nennt. Die autoritäre Pädagogik verlangt, dass Eltern quasi als Führer der Familie zusammenarbeiten und die Familie wie ein Führer führen. Und es ist ja klar, diese Idee, dass Eltern die Führer sind, unisono, die kommen natürlich aus totalitären Staatsstrukturen, aus solchen Systemen. Im Gegensatz dazu könnte man ja eigentlich annehmen, dass der Landtag sagt, Moment, wir leben in einer Demokratie, in einer pluralistischen Gesellschaft. Da ist Streit die Grundlage unserer Gesellschaft. Niemand in unserer Demokratie darf in seinen Grundrechten benachteiligt werden, nur weil er eine andere Meinung hat als jemand anderes. Genau dagegen hat aber der Landtag von Baden-Württemberg argumentiert und hat stattdessen die autoritäre pädagogische Ideologie für plausibel, ja, steht wortwörtlich so drin in der Antwort auf die Petition. Die autoritäre Erziehung ist für den Landtag Baden-Württemberg plausibel und dieses Gegenteil von der demokratischen Erziehung. In der autoritären Erziehung, nach Logik des Sozialministeriums in Baden-Württemberg, des Regierungspräsidium Ulm und des Jugendamt Alb-Donau-Kreis, sowie auch des Petitionsausschusses des Landtags Baden-Württemberg, ist es nicht möglich, dass die Eltern im Wechselmodell leben, ja? Also beide Eltern die gleichen Rechte haben, ihre Kinder zu betreuen, wenn die Eltern sich streiten, also nicht konsensfähig sind. Das heißt dann, dass ein Elternteil automatisch seine Elternrechte verliert oder sie ihm eingeschränkt werden, nur weil die Eltern sich nicht einig sind, wie oft die Kinder von wem betreut werden sollen. Und das ist ein Automatismus, der ja automatisch den Elternteil benachteiligt, der die Kinder im Wechselmodell erziehen will. Der sagt, hey, beide Eltern haben die gleichen Rechte, auch die Kinder haben das Recht auf beide Eltern. Das ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 2 im Grundgesetz. Deshalb beantrage ich das Wechselmodell. Und dann sagt aber die Landesregierung und der Landtag sagen dann, das geht aber nur, wenn ihr euch nicht streitet. Das ist dasselbe, wenn man sagen würde, also sie dürfen nur wählen gehen und die FDP wählen, wenn sie sich weiter mit der SPD verstehen. Wenn aber die SPD mit ihnen streitet, dann dürfen sie nicht mehr wählen. Das ist die gleiche autoritäre Logik. Und
Das ist zwar ein hartes Beispiel, ja, mit der Rassenideologie der Nazis, aber vom totalitären Prinzip her ist es genau dasselbe, was die Landesregierung und der Landtag machen. Und vor allem, jetzt komme ich auf die Nazi-Wissenschaft zu sprechen, das Gutachten, das ich vorgelegt habe zu der Petition, wurde komplett ignoriert, weil es eben nicht in diese Ideologie gepasst hat, die der Landtag und die Landesregierung haben. Das Gutachten hat dargestellt, welche entwicklungspsychologischen Grundlagen die Wissenschaft erkannt hat und die zeigen, dass es gut ist, wenn Kinder im Wechselmodell leben. Und die auch zeigen, warum es Kindern nicht schadet, wenn man mit ihnen über das Wechselmodell redet, so wie bei mir. Das wurde völlig ignoriert, ja, weil es sozusagen nicht in die Wissenschaft der autoritär-pädagogischen Landesregierung und des Landtags gepasst hat. Das ist auch typisch für totalitäre Systeme, dass sie objektive wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihnen nicht in den Kram passen, entweder einfach ignorieren oder die Leute, die diese Ideen haben, dann verfolgen und benachteiligen. Okay, und das, was ich gerade erklärt habe, würde ich mal als subsystemischen Totalitarismus bezeichnen, weil die Landesregierung und der Landtag, die haben ja nicht ganz Baden-Württemberg in einen totalitären Staat umgewandelt. Ja? Also es gibt genug Bereiche in der Gesellschaft, wo die Bürger nicht der Ideologie der herrschenden Politik folgen müssen. Aber im Familiengericht, in der Familienpolitik, speziell was Trennungsfamilien angeht, da gibt es eine Doktrin, nämlich die Doktrin, dass die Eltern im Konsens leben müssen, wenn sie sich getrennt haben. Und die Doktrin ist autoritärpädagogisch. Deshalb subsystemischer Totalitarismus. Es ist nur der Bereich, ja, das Subsystem der Familiengerichtsbarkeit betroffen und da eben die Trennungseltern. Da herrscht eine staatliche Doktrin, nämlich die autoritäre Pädagogik. Jetzt der nächste Punkt, warum ist das Ganze sadistisch? Da muss man wissen, es gibt ein Buch von Erich Fromm, einem hoch angesehenen und bekannten Psychoanalytiker, der Professor, ich glaube, an der Universität in Frankfurt war. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Anatomie der Destruktivität des Menschen. Und darin gibt es ein Kapitel über Sadismus. Und da beschreibt er, wie Stalin die Gulags benutzt hat, um Genossen gefügig zu halten. Stalin hat nämlich Familienangehörige in die Gulags, in diese Internierungslager gesteckt, damit die Genossen machen, was er von ihnen erwartet hat. Und was passiert in Baden-Württemberg auf Basis der autoritärpädagogischen Ideologie der Landesregierung und des Landtags? Da werden tausende Eltern und Kinder jedes Jahr sadistisch Leid zugefügt, weil die Kinder pädagogisch interniert werden. Und diese pädagogische Internierung nennt sich Residenzmodell. Das ist das Gegenteil vom Wechselmodell. Und die Grundlage für diese pädagogische Internierung, dass nämlich die Kinder hauptsächlich oder nur noch bei einem Elternteil nach der Trennung leben müssen, wenn die Eltern sich streiten über die Betreuungszeiten. Das ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von 2017 zum Wechselmodell normiert worden. Da steht die gleiche Logik drin wie in der Antwort auf meine Petition, nämlich, dass wenn die Eltern nicht kooperieren und kommunizieren, dass dann das Wechselmodell im Regelfall nicht möglich ist. Das ist die juristische Entsprechung zu der politischen Ideologie der Landesregierung und des Landtags in Baden-Württemberg. Und die Folge ist eben, dass wenn die Eltern sich nicht einig sind und nicht beide sagen, ja, Wechselmodell 50-50 finden wir gut, sondern einer dagegen ist und der andere vors Gericht geht, weil er das Wechselmodell durchsetzen will, dann ist der Automatismus der, dass das Wechselmodell nicht geht. Und dann
geht's weiter im Automatismus, dann hat natürlich der Elternteil, der dann weiter auf dem Wechselmodell besteht, der hat ja den Automatismus nicht begriffen. Und der ist dann gegen das Kindeswohl. Denn der BGH sagt ja, wenn die Eltern streiten, ist das Wechselmodell nicht dem Kindeswohl dienlich. Und dann werden die Kinder automatisch zu dem Elternteil gesteckt, der gegen das Wechselmodell ist, weil der ja dann kindeswohldienlich handelt. Er ist ja gegen das Wechselmodell. Das Wechselmodell selbst ist ja dann nicht mehr im Sinne des Kindeswohls, wenn die Eltern streiten. Das ist der Automatismus, der dann zu einer pädagogischen Internierung der Kinder bei dem Elternteil führt, der autoritär erzieht. Weil das Wechselmodell ist die demokratische Erziehung. Da haben beide Eltern die gleichen Rechte. Das Residenzmodell ist die autoritäre Erziehung. Da hat ein Elternteil die Kontrolle über die Kinder, weil der andere Elternteil die Kinder weniger oft sieht oder vielleicht gar nicht mehr sieht. Und diese pädagogische Internierung funktioniert genau gleich wie ein Internierungslager, ob es jetzt Gulag oder KZ ist, aber eben auf der psychischen Ebene. Und zwar werden die Kinder isoliert von der Welt des Wechselmodellelternteils, also des demokratisch erziehenden Elternteils. Der ist ja die Gefahr, sobald die Eltern streiten. Und diese soziale Isolierung, das ist ein Merkmal einer jeden Internierung. Ein weiteres Merkmal ist, dass Freiheitsrechte beraubt werden. Und ist ja ganz klar, wenn die Kinder, so wie in meinem Fall, dazu verdonnert werden, den Wechselmodellelternteil nur noch unter Begleitung zu sehen, ja, unter Beobachtung von anderen Menschen, damit sie nicht mehr übers Wechselmodell reden mit dem Wechselmodellelternteil, dann ist es eine Beraubung der Meinungsfreiheit. Und da wird die Internierung komplett offensichtlich. Man darf in diesem totalitären Subsystem mit seinen Kindern nicht über das Erziehungsmodell reden, das demokratisch ist, sobald die Eltern streiten. Und da wird auch offensichtlich, dass die ganze Ideologie dazu dient, die autoritäre Erziehung durchzusetzen. Und da kommen wir zum dritten Teil dieser pädagogischen Internierung. Und zwar, wenn die Kinder ja dann automatisch beim autoritär erziehenden Elternteil untergebracht werden, werden sie ja auch indoktriniert mit dieser autoritären Erziehung. Sie werden eingeschüchtert, körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt unterzogen. Das ist je nachdem unterschiedlich, je nachdem, wie gewaltbereit der autoritäre Elternteil ist. Aber eine autoritäre Erziehung geht ja ohne Gewalt nicht. Und zum Beispiel in meinem Fall gibt es ja eine heimliche Tonaufnahme von der ältesten Tochter, die ganz klar die psychische Gewalt aufzeigt. Und es gibt auch mehrere Aussagen der Kinder darüber, dass die Mutter oder das Umfeld der Mutter auch körperliche Gewalt gegen die Kinder ausgeübt haben. Aber das interessiert das Gericht nicht, obwohl es die Beweise vorliegen hat, weil die Ideologie ist wichtiger als das fachliche Kindeswohl. In Deutschland, in Baden-Württemberg vor allem, anhand des Beispiels von der Landesregierung und des Landtags, ist es ein ideologisches Kindeswohl bei Trennungsfamilien, die autoritäre Erziehung. Und mit dieser Ideologie wird eben diese pädagogische Internierung begründet. Und das ist Sadismus nach Erich Fromm. Und man braucht auch kein Erich Fromm, um zu verstehen, dass für Kinder nach der Trennung die größte Angst ist, einen Elternteil zu verlieren. Und was macht man im Land Baden-Württemberg? Auf Basis der Ideologie des Landtags und der Landesregierung und der BGH-Rechtsprechung, man macht genau diese Angst wahr, um die Kinder einzuschüchtern, klein zu halten. Wenn der Staat so brutal sadistisch vorgeht, dass er Kindern nach der Trennung einen Elternteil wegnimmt, damit sie autoritär erzogen werden, dann ist es doch Sadismus. Muss man nicht mehr viel diskutieren. Ist genauso klar wie das, was die Nazis gemacht haben auf der körperlichen Ebene der Folter, oder auch
in der Sowjetunion, was die Kommunisten in den Gulags gemacht haben. Da sollten jeweils andersartige, andersdenkende Menschen weggeschafft, isoliert, umerzogen, getötet werden. Und was haben wir heute? Wir haben das Ganze auf der psychischen Ebene. Es ist im Grunde Seelenmord an einer Hälfte der Seele der Kinder, der da begangen wird. Und dafür ist auch die Landesregierung und der Landtag Baden-Württemberg verantwortlich mit ihrer Ideologie. Deshalb haben wir in Baden-Württemberg eine Landesregierung und einen Landtag, die sadistisch gegen Kinder vorgehen, damit ihre Ideologie der autoritären Erziehung durchgesetzt wird. Und dieser Sadismus durch die pädagogische Internierung, für den die Landesregierung und der Landtag die politische Absolution geben, wie man aus der Petition, aus der Antwort auf meine Petition entnehmen kann, die kulminiert dann noch darin, dass man sagt, ja, das ist ja plausibel, weil die Kinder wollten ja nie das Wechselmodell. Und das ist eine astreine Lüge, weil tatsächlich ist es so, dass als die meine zwei Töchter, die die ältesten Kinder sind, befragt wurden, das erste Mal haben die ganz klar gesagt, wir wollen das Wechselmodell. Und die Zwillinge, meine jüngsten Kinder, die Söhne, die waren da zu jung, um befragt zu werden. Die wurden gar nicht gefragt. Und dann über die Jahre, über den Rechtsstreit hinweg, dadurch auch, dass das Gericht eben darauf hingewirkt hat, dass die Kinder hauptsächlich bei der Mutter leben und es dann nachher auch entschieden hat, dadurch wurden die Kinder immer mehr von der Mutter indoktriniert in dieser pädagogischen Internierung, ja, bei ihr zu Hause sozusagen, in diesem autoritärpädagogischen Internierungslager, dass sie immer mehr Angst hatten und ihr Wille immer mehr gebrochen wurde, sodass sie vor Gericht dann versucht haben, das auf eine Art und Weise zu sagen, dass nachher ihre Mutter sie nicht bestraft, weil den Kindern war ja irgendwann klar, dass ein Protokoll angefertigt wird über das, was die Kinder sagen und das die Mutter dann auch liest. Und dann haben die Kinder immer Formulierungen gewählt, damit sie nicht schlecht dastehen vor der Mutter, die die Kontrolle über sie hatte und die auch diese Kontrolle durch psychische und körperliche Einschüchterung ausgenutzt hat. Das heißt, beziehungsweise noch eins dazu, die älteste Tochter ist ja dann, als sie gemerkt hat, sie hat keine Chance, zu mir zu kommen, als sie Angst bekommen hat, dass sie mich nie wieder sieht, ist sie ja zu mir gewechselt und hat dann auch ganz klar gesagt, sie will das Wechselmodell. Also nachdem die Einschüchterung bei der Mutter weg war, hat sie wieder ihren freien Willen von Anfang wieder gegeben. Aber daran sieht man, dass der Effekt der pädagogischen Internierung ist eben genau der. Die Kinder werden autoritär pädagogisch indoktriniert mit psychischer und oder körperlicher Gewalt und trauen sich dann nicht mehr das Ganze zu sagen. Und dann findet es der Petitionsausschuss plausibel, dass es kein Wechselmodell gibt, ja, und findet, es ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn die Kinder dann sagen, sie wollen das Wechselmodell gar nicht. Dabei war diese pädagogische Internierung schon diese Einschränkung. Das heißt, dass der Landtag und die Landesregierung von Baden-Württemberg den Sadismus in der pädagogischen Internierung, der dazu geführt hat, dass meine Kinder so eingeschüchtert wurden, dass sie ihren Wille, das Wechselmodell zu haben, nicht mehr äußerten, der wird dann in der Petition benutzt, um zu sagen, ja, die Kinder wollten das Wechselmodell ja gar nicht. Das heißt, dieses System, das auf Basis der autoritärpädagogischen Ideologie aufgebaut wird, dient genau dazu, nämlich den Willen der Kinder zu brechen, das Wechselmodell zu wollen, weil die Landesregierung und der Landtag finden ja die autoritäre Erziehung die beste. Und das ist Totalitarismus. Die eigene Ideologie ist die, die den Bürgern aufgezwungen wird. Und so ist es in Baden-Württemberg. Okay, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Kurzer Überblick über das, was da in Baden-Württemberg los ist.
den subsystemischen Totalitarismus gegen demokratisch erziehende Trennungseltern. Ja, schrecklich. Okay, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.